der Eingang zum Tal der Gefallenen sein. Marschallin Ibira müsste hier irgendwo sein. Da ist Marschallin Ibira. Mit einer der vermissten Tenak. Wir müssen zurück. Sie ist nicht da. Ich brauche einen Arzt. Marschallin Ibira? Ich hörte, du wurdest zur Rettung der Tenak gesandt, die ins Tal ging. Du musst eine von ihnen sein. Wo sind die anderen? Sie haben es nicht geschafft. Ich musste mehrere Maschinen besiegen, nur um Kenala zu retten. Das Tal ist seit Monaten aus gutem Grund abgeriegelt. Es herrscht ein Andrang von Maschinen, als ob sie etwas angelockt hätte. Und dann diese merkwürdig glühenden Lichter an der Küste. Das Tal ist verflucht. Wir hätten nicht reingehen sollen. Ibira, du warst eine der Herausforderinnen bei der Kulrut. Du hast die Balliste auf den Schlängelzahn gefeuert. Und du, die Streiterin, hast ihn besiegt. Hast den Häuptling gerettet, die Wahrheit der Visionen enthüllt. Ich tat das alles nur, um zu helfen. Du hast ganz schön Eindruck hinterlassen. Von dem Blutbad abgesehen, war das der beste Tag meines Lebens. Ich wurde zur Marschallin und war Zeugin der Vision der Einheit. Du erwähntest merkwürdige Lichter in Küstennähe. Von einer Insel im Süden. Sie erschien eines Tages aus dem Nichts und zur gleichen Zeit kam die Maschine ins Tal. Außerdem gab es Berichte von einem Lichtstreifen, der am Himmel über der Insel auf- und abgeht. Ich sah ihn in der vierten Nacht. Eine Flamme, die in den Himmel ging und in den Sternen verschwand. Kommt man irgendwie auf diese Insel? Nein. Die Strömung zwischen der Insel und der Küste ist zu stark. Du würdest ertrinken. Lichter auf einer Insel. Ob das etwas mit den Zeniths zu tun hat? Ich weiß davon gar nichts, aber vielleicht? Wenn das Tal so lange abgeriegelt war, warum seid ihr reingegangen? Wir wollten die Prüfung ablegen. Das Tal ist ein guter Test für Tieflandsoldaten. 10 Tage und Nächte überleben. Jede Maschine ausschalten, die im Weg ist. Dex hatte einen Plan. Wir erledigen jede Maschine, eine nach der anderen, und verdienen den Respekt des Clans. Doch am dritten Tag wurden wir von Iveka getrennt. Die Maschinen schnitten uns den Weg aus dem Tal ab. Als Marschallin Ibira uns fand, waren wir verwundet und ohne Vorräte. Weitere Maschinen griffen uns auf der Flucht an. Dex war direkt hinter uns, aber er war nicht schnell genug. Viele Maschinen in einem Ort. Klingt schlimm. Ich sollte mir das ansehen. Vielleicht kann ich es beenden. Dann komme ich mit dir. Kämpfe an deiner Seite. Nein. Ich will mich erstmal umsehen. Glaub mir, das ist das Beste. Na schön, wenn du meinst. Wenn du im Tal bist, schau nach den großen Wasserfällen und die Klippe südlich des Metallteufels. Die Maschinen werden von diesen Orten angezogen. Okay, danke. Wir ruhen uns etwas aus und gehen dann zur Ärztin in Schlucht ran. Folge den Zehen, Aloy. Etwas lockt Maschinen in das Tal. Klingt nach einer Art Köder. Ein paar Monate unbenutzt und der Weg verlottert. Oder ist das Teil der Prüfung? Der Wind tobt wirklich heftig.
Okay, ich sollte dem Pfad folgen. Aber die Brücke hält noch. Da geht's echt tief runter. Ich muss höher hinaufklettern. Das ist wirklich ein Test. Geschafft. Ich muss den Wasserfall und die Klippe südlich des Horus finden. Elvira sprach von tödlichen Maschinen, die in der Nähe sind. Elvira hätte die Maschine erledigen können, als sie Kenalla half zu entkommen. Noch eine tote Maschine. Ein toter Tenax. Das muss Dex sein. Narkos Bruder. Basis sein. Sieht aus, als hätten sie ein Schild um den ganzen Ort. Klar, dass sie ihre Basis auf ihrer Privatinsel haben. Aber zurück zum aktuellen Problem. Ich muss die Gebiete überprüfen, die Elvira erwähnte. Nahe des großen Wasserfalls und südlich des Horus auf dem Kamm. Ich sollte was anderes nehmen als Feuer. Da ist der Wasserfall. Und Killermaschinen, wie versprochen. Wenn ich recht habe und hier irgendwo ein Köder ist, findet mein Fokus ihn vielleicht.
ist sicher. Mal sehen, ob es hier in der Nähe einen Köder gibt. Der Beutel ist voll, aber im Rucksack ist noch Platz. Ein Maschinenköder. Dachte ich mir doch. Aber dieser hier sieht entwickelter aus. Nach Sinet-Technologie. Das sollte ich mir näher ansehen. Okay, mal sehen, ob ich das Ding ausschalten kann. Namens der Julius. Eine Sinet-KI? Da steht lokal mit Abschaum ausgelöscht. Wurden also Maschinen angelockt, um Eindringlinge zu töten? Zumindest ist der Köder nicht aufgeschaltet. Okay, ich glaube, ich bin in dem Gebiet, das Elira erwähnte. Hier gibt es definitiv tödliche Maschinen. Wenn hier irgendwo ein Köder ist, findet mein Fokus ihn vielleicht. Huh?
klettern können. Das dämpft den Fall. Eine gute Farbe.
Türe. Werde ich bald brauchen können. Mein Köder. Ich sollte mich darum kümmern. Noch ein seltsames Protokoll von dem Julius. Es erwähnt einen dritten Köder in der Nähe. Ich schaue mir das an. Und da lag ich wohl richtig. Die Zeniths haben diese Dinger hier gelassen, um Maschinen anzulocken, die den Zugang zu ihrer Basis schützen. Da ist der Köder. Ich muss die Maschine erledigen, bevor ich ihn abschalten kann. Feuer schädigt sie. Eine der Vermissten der Nacht. Ich muss diese Maschinen erledigen. Ich habe noch keine Überbrückungsdaten für diese Maschine. Ich sollte noch mehr Brutstätten erkunden. Thank you.
Maschine ist anfällig. Jetzt sollte ich den Köder überbrücken können. Okay. Müsste der letzte sein. Sieht aus, als wäre da eine Aufzeichnung. Hey, Arschloch! Ich habe eine Aufgabe für dich. Der Julius ist einsatzbereit. Klapp und mach, was dir gesagt wurde. Nimm die Roboter von hier, um den Ort frei von lokalem Abschaum zu halten. Ich würde es selbst tun, aber Gerard meint, ich muss mich konzentrieren. Also hab Spaß für uns beide. Wird gemacht, Wohltäter Wisser. Auf den Julius ist Verlass. Eric hat also eine einfache KI mit den Ködern beauftragt. Die hat sich beim Überbrücken des letzten wohl selbst abgeschaltet. Ich sollte besser zu der Verwundeten die Nacht schauen, ob alles okay ist. Was macht eine Fremde so weit hier draußen? Das Tal freimachen. Du musst eine der vermissten Tenakt sein. Alle dachten, du wärst tot. Beinahe. Dex und Kenalla. Sind sie? Kenalla lebt. Ivira hat sie gerettet. Apropos. Aloy. Ivira. Konntest du nicht widerstehen? Und meine Chance vertun, mit der Streiterin im Tal der Gefallenen zu jagen? Niemals. Wie ich sehe, hast du Iveka. Das sieht mal nach Kampf aus. Bist du dabei, Marschallin? Meine Klinge gehört dir! Ja, nicht ausrichten. Blut der Zehn! Wir dürfen die Dinger töten? Was sind die? Köder gekümmert. Ich sollte Ivira informieren.
Ich gleite. Noch ein Sturm. Ich hab so satt. Drin. Wenn ich den Anführer finde, erfahre ich vielleicht, was die Kerle vorhaben. Auf sie schießen! Jetzt! Thank you.
sehen, was ich damit machen kann. Nicht auf. Fertig. Sieht aus, als trainiert auf die Nacht gefahren ist. Das hat gesessen. Wer bist du? Jemand, der helfen will. Folge mir, dann kommen wir vielleicht lebend hier raus. Mir bleibt wohl keine Wahl. Was ist das? Und ich weiß, dass du... Weitermachen! Thank you.
Also gut, neuer Plan.
Ein Vorrat für die Jagd. Das sieht wichtig aus. Könnte deren Kommandozentrale sein. Das ist in meinem Vorrat, was ich brauche. Das bin ich. An alle Ingenieure und Agenten. Findet die Nora, die unsere Anlagen lahmlegt. Und wer sie nochmal Retterin oder Streiterin vor mir nennt, dem schlage ich den Kehlkopf ein. Asera, wir brauchen dich. Ruhe bewahren! Ich bin gleich da! Spürt sie auf und tötet sie. Und dann bringt ihren Fokus zu mir. Würde Silence nicht gefallen, wenn ich all diese Daten bekäme? Da haben wir es. Silence hat mit den Söhnen des Prometheus zu tun. Eine Karte. Wenn ich das richtig sehe, führen alle Straßen in den Dschungel durch dieses Dorf. So wie es hier aussieht, ist dieser Ort wichtig für die Tenak-Anhänger. Aber die Rebellen scheinen ihn nicht zu mögen. Diesen Ort einzunehmen ist eine gute Strategie der Rebellen. Aber ich glaube, es steckt mehr dahinter. Dieses Dorf hat eine besondere Bedeutung für den Stamm. Regala meinte es wohl als Botschaft, als sie ihren Truppen die Einnahme befahl. Mir hat mal jemand gesagt, in der Einsamkeit liegt die Kraft. Die Kraft, sich zur Wehr zu setzen. Einem Zweck zu dienen, der größer ist als man selbst. Und zum Wohle aller. Diese Worte trage ich bei mir auf der Jagd, wohin es mich auch verschlägt. Und jetzt nehme ich sie mit in den verbotenen Westen.